Hi, ich bin Knut von den Cocktailgurus. Heute will ich euch zeigen, wie man einen Shaker öffnet. Hört sich sehr anspruchslos an, ist aber für viele eine große Herausforderung. Also was wir erstens haben, ist ein Tintin-Shaker. Tintin sind zwei Bäche aus Edelstahl, rostfrei. Es gibt das Ganze auch als Boston-Shaker. Boston-Shaker wäre ein Metallbecher und ein Glasbecher. Für uns persönlich keine Option in der Bar, weil einfach mir auch schon so ein Becher in der Hand gesprungen ist und ich dann ins Krankenhaus eingeliefert wurde, die Schicht war vorbei. Also wir nutzen Tintin und wir machen jetzt einfach mal einen Drink. Wir simulieren das jetzt einfach mal. So. Das soll jetzt nichts Trinkbares werden. Wir wollen einfach nur zeigen, wie man eben diesen Shaker dann auch wirklich aufbekommt. So. Wir shaken das jetzt mal. Also ganz wichtig, was man jetzt hier auch gut sehen kann, ich habe den oberen Becher schräg versetzt draufgesetzt und dann geschlossen. Und jetzt würden wir das öffnen. Wir haben den schräg versetzt, wir drehen das von uns weg, dass die Wölbung von uns weg zeigt. Und wir würden genau zwischen vorne und hinten mit dem Handballen dagegen hauen, gegen den unteren Shaker. Mit der anderen Hand stabilisieren wir den ganzen Shaker, damit er nichts wegrutschen kann. So, geöffnet. Was ihr schon gesehen habt, ich habe jetzt auch mehrere Male dagegen gehauen, weil manchmal sind die Shaker sehr fest verschlossen, lassen sich nicht mehr so leicht öffnen. Was wir schon hatten, war ein Shaker, der sich komplett gar nicht mehr öffnen hat lassen. Wir wurden dann irgendwann ziemlich aggressiv, haben den gegen die Wand geworfen. Er ließ sich nicht mehr öffnen. Das Letzte, was wir dann getan haben, war diesen kompletten Shaker, wie er war, in die Gläserspülmaschine zu geben. Ja, bei ca. 80 Grad hat er sich dann irgendwann öffnen lassen. Der Trink war unbrauchbar, aber immerhin hatten wir unser Arbeitsmaterial wieder zurück. Diesen Tipp und viele andere Tipps findet ihr auf unserer Webseite cocktailgurus.com. Ich wünsche euch viel Spaß und Cheers. Musik